Das ist doch die Barbara Engels. Oh, guck mal hier, und die tanzt. Da haben sie aber einen falschen Dutt rangeknüppert. Die ist auch immer Natur drauf. Ich glaube, die morgens steht die auf und die ist schon bekifft. Ui, jetzt kommt ein Blitz und Donner. Oh, kommen jetzt die Weather Girls? Jetzt kommen die Weather Girls. Also wenn jetzt die Weather Girls kommen, dann... Also kommen nur die Weather Girls. Wer ist denn das? Carmen Nebel? Dagmar Frederik? Dagmar Frederik ist das. Ich finde, sie sieht aus wie ein Alien. Jetzt könnt ihr auch mal ein Säckchen trinken. Ich habe mein Lipgloss verloren. Ah, da ist wieder die Julia Siegel. Das wird ihr größter Moment in 2016 sein und bleiben. Haare. Meine Füße. So aufpassen, dass das Sektglas umgestoßen wird. Hat die mein Sekt umgestoßen? Nee, hat sie nicht. Müssen wir jetzt klatschen? Oh ne, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ah, guck mal, da kommt die Barbara Engel. Und die hat auch mehr Witterung genommen. Wieder weg jetzt oder was? So kurz bleibt der hier nur. Oh, ich wollte noch ein Selfie mit dem haben. Für mich hat sie nicht Hallo gesagt, die Dankbarkeit. Weißt du, wer diese missgelaunte, rosafarbene Frau war? Das ist bestimmt so eine gelangweilte Modebloggerin. Kein Namensschild mehr da. Und da müssen wir dringend raus und alles besprechen. Und ich will ja auch nicht mehr mit Menschen sprechen. Ich möchte ein Säckchen eigentlich. Ja, okay, aber ich habe jetzt schon wieder extremen Menschenhass. Zeig mal, wer war eigentlich diese Blonde, die aussah wie Tilda Swinton? Die war aus Wien und die war so super nett zu mir. Mit der habe ich entsetzlich über Anushka Renzi gelästert. Die ist ja auch wahnsinnig dumm. Und so. Wahnsinnig oberflächlich. Und die hat, also wenn man nah dran ist, sieht man, wie kaputt operiert das Gesicht ist. Das sind nämlich so Narbenquart. Das sieht man auch von weit. Und diese Botox-Stirn, die ja schon so glänzt vor lauter Unbeweglichkeit. Ja. Aber das Gesicht war wirklich aus. Also ich saß ja über 25 Minuten wirklich direkt dann, also eigentlich in den Narben drin. Wollen wir hier drin rauchen?
Rüber, was findest du auch? Wer war denn diese komische, rosahaarige Frau mit der Sonnenbrille, die neben dir saß? Die ist irgendwie so eine Schweizerin und macht so auf Bloggerin oder so. Oh, ich hab mir gedacht, dass das eine Modebloggerin ist. Ne? Man weiß ja auch nicht. Die sah aber so jetzt angekotzt aus. Ja, aber so. Mäuschen, du bist gut gelaufen. Ich bin zweimal hängen geblieben, hat man es gemerkt? Bist zweimal hängen geblieben? Im Schild innerlich, ich habe so ein bisschen geruckelt. Ja, du hast ihre Schleppe getragen dann. Ja, ne? Hat sie auch verdient, ja, oder? Ja, hat sie auch verdient. Hat sie auch verdient. Aber es war süß, war süß. Ne? Hier hast du Feuer. Wir haben noch zusammen beim Kosmetik-Award geraucht. Nein. Du hast meine E-Zigarette geraucht, gell? Ich erinnere mich da gar nicht dran. Ich aber. Die große, hübsche Frau, ja, der ich an die Möpse fassen darf. Genau. So, Mann, dieses ganze Smalltalk-Gequatsche, ich hasse es. Ach, der Rolfe? Ja? Wollte auf deinem Platz sitzen? Ja. Warum? Ach so, weil du nämlich neben der Anuschka Renzi gesessen hast. In der ersten Reihe. Der hat auch in der ersten Reihe gesessen. Ja, aber der wollte auf meinem Platz neben Anuschka Renzi sitzen. Diese blöde Kuh. So, also ich meinte natürlich Anuschka Renzi, nicht dich, Rolfe. Dich liebe ich über alles. Rolfe, du bist super und Anuschka Renzi hat sehr große Narben. Guck mal, wir haben jetzt Glücklerpralinen haben wir bekommen. Da war nur eine scheiß Lipgloss drin in dem Goodiebag und Glücklerpralinen. Nimm ich auch einen Keks, ob der Harry Glückler die Pralinen selber backt? Und nee, der testet Kekse? Die bestimmt selber. Trocken, ne? Relativ trocken. Gibt's da irgendwas mit Schokolade? Mal nur eine Zartbitter. Das hier. Lecker. Also Glücker backen keiner. Das ist ja ein Pagessier. Wenn er was kann, dann Kleider und Backen. So, ihr süßen Mäuse. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und den Keks? Möchten Sie den Keks haben? Dankeschön. Nein, kein Keks. Die sind echt hochwertig und teuer. Das ist super lecker. Ja. Guten Appetit. Ja. So, und dann sehen wir uns bald wieder. Wo? Na, im Internet. Bis dann. Bye. Sharing is caring.